Hallöchen, hier sind die Inge und die Renate und wir sind Gott. Ja, es klingt erstmal ein bisschen komisch. Es ist aber so. Sag mal, Renate, wo steckt denn eigentlich der Jesus? Da hat er heute Geburtstag, ist er weg oder was? Ach, der wurde mit der Samantha nochmal um die Wolken ziehen. Aber ich sag da gar nichts mehr dazu. Gut, ich sag mal, er ist ja erwachsen. Ja, mittlerweile sollte man machen, gell? Du, aber Inge, andere Frage. Was sind das denn alles für Geschenke? Wir hatten doch gesagt, wir schenken uns dieses Jahr nichts, gell? Nur den Kindern. Nur den Kindern. Wir schenken uns nichts, so haben wir es gesagt. So hatten wir es gesagt, nicht? Gut, ich hab den Träger mit dem Weizenbier vom Günther, gell, wie jedes Jahr. Guck mal hier. Ich hab mir auch. Dabei trinken wir das gar nicht. Ja, aber er. Ja. Und der Jesus hat was gebastelt. Guck mal. Mit Blättern. Ist doch gut. Schön, gell? Das Talent hat er von der Mutti. Ja, aber ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht. Ach, guck doch mal, Inge. Da steht doch was für Ingeborg, oder? Hier. Schau doch mal nach, das würde mich jetzt schon interessieren, was das sein könnte. Aber reiß nicht gleich alles so auf. Das soll ja ein bisschen spannend bleiben. Und das auch wegen dem Unboxing. Das ist ja jetzt so ein Trend. Ne? Ein Damenepilierer für die Gesichtsbehaarung. Ach, wie praktisch. Wegen Damenbart. Damenbart? Oh. Wo habe ich denn einen Damenbart? Aber der Jesus beschwert sich immer, dass sein Rasierer weg ist, gell? Wo kann der denn immer sein? Das Zimmer ist aber auch ein dermaßener Saustall, ist das ja. Oh, du guck doch mal. Wem das geschenkt hat? Ach, du guck mal, ich glaube, im Umschlag steht vielleicht der Renate. Gut, ich schau eben mal nach, gell? Ah, Renate Gott, steht da was. Ne? Oh. Figurformender Bauch weg, gut. Recovery-Bauch für nach der Geburt. Ach! Das ist ja mal was Sinnvolles. Was denn für eine Geburt? Das mit dem Jesus, das ist ja jetzt über 2000 Jahre her. Ach, guck doch mal, wie schnell die Zeit vergeht, du. Und dein Bauch hängt noch wie am ersten Tag. Was ist los? Außerdem hat den doch die Maria ausgetragen. Ach, stimmt, die Maria war das ja. Das denkt man wohl gar nicht, wenn man dich so sieht, nicht? Na gut, dann nimmst du sie eben einfach gegen dein Bauchfett. Mein liebes Fräuleinchen, wer quetscht dich denn hier immer in die Übergrößen und es quillt trotzdem noch alles raus? Was ist los? So, ne? Ach, ja, und guck doch mal, da steht ja noch ein Geschenk für die Ingeborg. Oh, da bin ich jetzt auch schon einmal sehr gespannt, was das noch sein könnte. Ach, das gibt's doch nicht hier. Eine Anti-Faltencreme gegen hängende Haut und Verknitterung. Also sag doch mal, das ist doch eine Unverschämtheit. Ach, guck, da denkt jemand mit. Sag mal, Renate, für wie blöd hältst du mich eigentlich? Das ist doch eindeutig deine Schrift. Sag mal mit, ich erkenne die nicht, oder was? Ach, dann möchte ich dir jetzt aber auch noch mal was sagen, Ingeborg, gell? Wenn man eine Karte schon anonym verfasst, gell? Dann sollte man sie vielleicht nicht gerade in den eigenen Briefumschlag stecken. So blöd kann doch keiner sein. Als gut, dann sind wir jetzt quitt. Ja, gut. Dann können wir ja zum gemütlichen Teil des Abends übergehen, hm? Hast du was gebacken? Stollen? So, das schmecken, gell? Mmh.
Sag mal, machen wir hinter Mandeln drin oder was? Ja, wieso? Mann, ich bin doch gegen Mandeln, bin ich doch allergisch. Ach, das wusste ich ja gar nicht. Ach, Renate, seit wie vielen Millionen Jahren kennen wir uns eigentlich? Naja, dann nehme ich deins gerade auch. Hm. So. Na gut, dann frisst du den auch noch, Meister. Macht dein Bauch fit, gut, ja endlich Sinn. Ich kann sie direkt drüber ziehen. Ah, ist mir jetzt aber auch der Appetit vergangen. Eierlikörchen? Oh, doch sag ich nicht, nein. Guck mal, ich war nämlich extra noch mal auf dem nubischen Sklavenmarkt. Ne? Das ist der Gute wieder. Die hier. Haben die besten Eier. Die Nubier haben die besten Eier. Die haben einfach Eier. Die besten Eier, da kannst du nicht sagen. Sie haben solche Riesendinger, das. Du, da hast du zwei, drei Eier, da hast du die Flasche voll. Halleluja, nicht so sagt man's. Ach, ist das schön, gell? Ingeborg, mit dir trinke ich am liebsten. Sorry. Wir wünschen unserer Schöpfung ein frohes Fest. Ja, und zur Feier des Tages gibt's natürlich viele Geschenke. Dafür einfach hier klicken und ein Abo gibt's auch noch dazu. Die Weihnachtsglocke bübeln, aber richtig. Ja, richtig. Und einen feierlichen Daumen hoch. Ansonsten frohes Fest. Fest. Ja. Ja.